Hey Leute, was geht? Hier sind wir, Niklas, und sind das mit einem neuen Stream. Hier sind wir mal eine BF-100 Minecrafter, das erste sind immer Diamantschwert. Und tötet, im Meer sind die sehr oft einfach Oktopusse. Dann droppen die euch Tintensäcke. So. Nun. So. Habt ihr genug Tinte, dann könnt ihr wieder rausgehen. So. Dann müsst ihr Sand farmen. Entschuldigung, ich muss noch kurz was machen. So. Dann müsst ihr noch Sand farmen. Was in meinem Fall sehr schnell geht, wegen meiner guten Spitzhacke. Zu dem Mod, also den, wo ich noch benutzt habe, werde ich euch auch noch ein Video vorstellen. Also, wie man den installiert, wie man den benutzt und so weiter und so fort. So, da wird das auch schon mal. Dann braucht ihr aber auch noch Kohle. Und der Mod funktioniert aber auch nicht auf Servern, schade. Also nicht flat, sondern der Mod, den ich euch vorstellen will. So. Dann. Hier brauchen wir Knochen. So. Hauptsache, ich baue mich einfach die ganze Zeit hoch. Am Arsch! So. Dann brauchen wir Eisen. Viel Eisen. Das war mir auch kurz ab, wenn man das Puppe geäxt. So. Oh, wieder bis unten abbauen. So, und das sind wir auch schon wieder fertig. Mal rumgehen. Die Leiter braucht ihr natürlich nicht. So. Dann benötigt ihr aber auch noch Cobblestone. Und Holz. Eichenholz, also es gibt nur Eichenholz. Fuck. Die ist so einfach nur heftig. Meine Axt. So. So. Dann benötigt ihr noch Blumen. Rote und gelbe. Und Kühe. So. Es
Als erstes craftet ihr euch einen Crafting Table. Dann einen Ofen. Dann würde ich hier die Kohle rein und das Eisen. Und brennt das. Immer hier einen kleinen Cut, bis es gebrannt ist, dann bis gleich. So, dass wenn das Eisen jetzt gebrannt ist, können wir uns anschließend aus Holz wieder Eichenblätter machen und diese dann in Stöcke umwandeln. So. Und man muss auch noch den gefarmten Sand brennen. Genau. Und man braucht auch noch Schüsseln. Jetzt bekommt man ein Uhaisel Crafting Table. Die schreiben wir wieder auf. Dann können wir sehen, was wir alles für eine BF109 benötigen. So. Wir benötigen einen Eisenpropeller. Der geht so. Dann müssen wir aus den roten Tulpen roten Farbstoff und aus den gelben und aus den gelben Farbstoff, den wir dann so anhäufen. So. Entschuldigung, das wird Eisen. So wird es angehäuft. Das ist mit einem Tintenbeutel in der Mitte. So. Und die kann man anschließend hier aufstellen. Und dann ist unser Ding gecraftet. Und dann bauen wir uns aus Eisen eine Lore. Die legen wir hier rein und ein Glas herüber. Kriegen wir ein Metal Cockpit. Aber wir benötigen auch noch so eine Nose, die wird so gecraftet. So. So. Und dann noch solche Sachen. Also die kann man hier nachgucken. In Not Enough Items. Ja, einfach scrollen. Auf der 8. Seite bei mir. Das sieht man hier schon, wie das gecraftet wird. Das wird dann gecraftet wird, wartet. So. Mit einem Metal Wing Section. Die geht so. Und dann müssen wir halt das insgesamt dann zweimal machen. So. Dann haben wir zwei Stück von denen. Dann brauchen wir aber noch einen Hack. So. So. Und noch einen Bombenabwurfstick. Dann machen wir hier eine Falltür. Und hier. Bombenbay. Dann sehen wir aber noch, wir brauchen aber auch noch hier die Reifen. Das geht so. Wir legen in die Mitte das Eisen und außenrum Leder. So. Anschließend haben wir alles bis auf diesen Farbstoff. Und halt noch die Waffen. Man nimmt Knochen, wandelt diese in Wollmehl um, legt sie so hin. Und so, dann bekommen wir drei hellgrauen Stoff. Farbe, Entschuldigung. Nicht Stoff. Und dann fehlt es nur noch die MGs. Ich spule wieder vor, bis das Eisen gebrannt ist. Und tschüss. So, und da sind wir auch wieder. Das Eisen ist jetzt gebrannt.
Und dann bauen wir hier unsere MGs. Das scrollen wir auf das letzte. N1 wieder zurück. Dann sind wir hier. So. Das ist meine Tagelade voll. Dann werfen wir kurz die Schüssel hier weg. Und bauen uns nochmal eine. So, haben wir zwei Stück. Dann haben wir alles. Hier müsst ihr beachten, dass man hier runter scrollen kann. Aber es wird immer noch eine Engine. Hier wieder zurückgecraftet, ganz normal. So. Ich baue mir jetzt einfach mal kurz eine Kiste, wo alles fertig reinkommt, weil ich verliere hier mal den Überblick. So. Ja. Genau. Das brauchen wir alles noch. Und dann braucht ihr auch noch Flint. Also Feuer. Feuerstein, das ihr dann mit Eisen zu einem Feuerzeug macht. Dafür brauchen wir echt viele. So, und dann müssen wir die wieder zu Energy Pisten umwandeln. Das habe ich euch auch schon im ersten Video gezeigt, wie das geht. Also, es ist eigentlich eine Grundlage für Motoren, die Energy Pisten zu craften. Ohne die Energy Pisten geht hier gar nichts. Wo schon Stick Eisen jetzt hin. Habe ich den da etwa da reingelegt? Oh Gott, ich habe schon 36 Eisen verbraten. Auch heftig. So. Wir brauchen insgesamt 8 Stück Energy Pistons, wenn euer Flugzeug schnell werden soll. So. Dann craften wir uns eine V4 Engine. Zwei Stück insgesamt. Hier liegen wir wieder übereinander, dann bekommen wir eine V8 Engine. Dann können wir uns anschließend unser Flüchtling craften. So, jetzt können wir hier auf Craft drücken, dann wird uns wieder ins Inventar gelegt und dann können wir einfach nicht losfliegen, weil dann braucht man auch noch Fuel. Fuel wird in dem so gecraftet, dass man hier so Kohle hin tut und da oben Eisen. Dann können wir hier rausnehmen. Dann drückt man R wie Rudolf, tut dich hier rein, damit es automatisch getankt. Und dann kann man eigentlich schon losfliegen. Ich bin ein bisschen schlecht gerade im Fliegen. Ich bin noch im Battlefield, die andere Störung gewohnt. So, und dann einfach können wir hier landen. Und das war, wie man eine BF-109 craftet. Ciao, ciao.